Ich war ja auch letztes Jahr in American Top Team und da haben die mir auch erzählt. Also ich wurde ja auch sehr viel erkannt von allen russischen Kampfsportlern oder dagestanischen Kampfsportlern. Und die haben mir halt gesagt, meinte, ey, du hast den, also dass ich den mental komplett gebrochen habe, weil er nach dieser Niederlage nicht mehr er selbst war, so beim Training, er konnte nicht mehr trainieren. So. Die sagen, alle hättest du lieber K.O. geschlagen oder so, als so, weil, Das wie kann ich mir gut gesagt, vorstellen, ja. so gekränkt in seiner Disziplin, aber.